Es waren jede Menge Hände, die Dr. Frank Kessner gestern schütteln musste. Vor genau 20 Jahren gründete er zusammen mit Mediziner Frank Heinrich das ambulante Zentrum für Lungenerkrankungen und Schlafmedizin. Im Dieselkraftwerk Cottbus feierte er das zusammen mit Kollegen, Freunden und Partnern. Ja, in erster Linie Dankbarkeit, dass wir so lange hier Medizin betreiben durften und dass wir so vielen Menschen helfen konnten. Wir haben in 20 Jahren ca. 40.000 Patienten behandelt und haben auch trotzdem versucht, noch darüber hinaus auch sozial und gesellschaftlich engagiert zu sein. Und das ist ein Privileg, das sich jeder hat, und dafür sind wir sehr dankbar. 40.000 Patienten in 20 Jahren. Das ging nur, weil die Praxis stetig gewachsen ist. Kurz nach der Gründung stießen Ivona Schwieg und Andrea Lewatowski zum Team hinzu. Außerdem gibt es mittlerweile auch Schlaflabore in Karlau und Elsterwerda. Von anfangs 6 Mitarbeitern stieg die Zahl auf 22. Wenn man also rein auf die Zahlen schaut, hat Dr. Frank Kessner vieles richtig gemacht. Also es macht Spaß, jeder Tag macht anders Freude oder so. Ich bereue das nicht, ich finde das alles toll, keine Frage. Und ich wünsche mir, dass wir weiterhin so ein tolles Team bleiben. Er ist ein Mann, der angepackt hat, der dieses Zentrum aufgebaut hat, der steht für die medizinische Versorgung in unserer Stadt in hoher Qualität, der da ist für die Menschen, ihnen hilft und der im Forschungsbereich sehr, sehr aktiv ist. Er ist international unterwegs, er hat schon internationale Kongresse zum Thema Schlafmedizin nach Cottbus geholt. Er ist ja einer von den ganz aktiven Ärzten, die auch was in Cottbus nicht nur in der Gesundheit bewegen, sondern auch gesellschaftlich, der sich engagiert. Auch für mildtägliche Zwecke, aber auch für die Kultur, so habe ich ihn kennengelernt. Er hat immer ein offenes Ohr, vor allen Dingen ist er ein guter Kumpel. Wichtigster Rückhalt bleibt aber die Familie. Frau Valeria ist Zahnärztin, Tochter Anna ist gerade dabei, eine zu werden. Es gibt viel, was sie sich abschauen kann. Vor allem halt auch diesen Ehrgeiz und natürlich auch den Spaß an der Sache. Auch, dass er halt jeden Tag wirklich mit Freude zur Arbeit geht und sagt, ja, ich weiß, was ich mache und ich bin froh darüber. Er meckert nie über so Patienten, er freut sich immer und hat gesagt, nein, das ist ganz wichtig, dass die kommen und ja, weiß ich nicht, er macht so gerne seinen Beruf. Ich sage, das hast du alles richtig im Leben gemacht. Eine Sache mag er aber nicht, und zwar einen Eimer Eiswasser über dem Kopf. Anstelle der Eisbucket-Challenge hat sich das Team gestern etwas Neues einfallen lassen und das hat auch medizinische Gründe. Ehrlich gesagt bin ich ja ein paar Mal nominiert worden für die Ice Bucket Challenge und ich war ein bisschen feige gewesen und muss auch sagen, dass es aus lungenärztlicher Sicht gar nicht so gesund ist, jetzt bei diesen Temperaturen sich Eis über den Kopf zu gießen. Die Anzahl der Lungenentzündungen hat leider in den letzten Wochen zugenommen, deswegen haben wir gesagt, machen wir mal was anderes. Wir machen die sogenannte Air Balloon Challenge, ja, um mal beim Englischen zu bleiben, auf Deutsch Luftballon-Herausforderung, indem wir alle nominieren, Luftballons aufzublasen, um damit auf die Atemwegserkrankungen hinzuweisen bzw. auf die Wichtigkeit einer guten Atmung. Im Dieselkraftwerk ist gestern also alles trocken geblieben. Und wie es sich für einen Geburtstag gehört, gab es so auch jede Menge Luftballons. Wenn bei Facebook demnächst also immer mehr Videos auftauchen, bei denen Ballons aufgeblasen werden, hat das einen Grund. Dr. Frank Kessner und sein Team des ambulanten Zentrums für Lungenerkrankungen und Schlafmedizin.